So, meine lieben Freunde, lasst es geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Heute sind wir wieder zurück bei Roblox und heute geht es um das True Triple Katana und wie man das bekommt. Und das zeige ich euch jetzt in den folgenden Ausschnitten. Erstmal werde ich euch gleich einmal einen Weg zeigen, wie ihr den Händler für diese Katanas bekommt, weil um das Triple Katana zu bekommen, müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten und das in Form von Server-Hopping und dann natürlich hoffen, dass das richtige Dialogfenster sich öffnet, wenn wir 10 Minuten auf diesem Server gewartet haben, weil nach 10 Minuten wird uns ein bestimmter Typ in Second C hier vorne im Café erst sagen, dieser Manager, ob der gute Händler schon auf dieser Insel ist, ob er weit weg ist, ob er kurz davor ist, hier zu spawnen, oder ob er schon lange weg ist. Um das alles zu machen, ist Server-Hopping notwendig. Ihr müsst dann auch wissen, wo der spawnt, schnell genug dafür sein, entweder eine Frucht haben oder ein Item, das euch Movement-Speed gibt. Am besten ist hier für Portal geeignet. Ich habe jetzt ungefähr 4 Tage oder 5 Tage gebraucht, um alle Katanas zu bekommen, um an das True Triple Katana zu kommen. Ich werde euch jetzt erstmal den Weg zeigen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr lauft jetzt hier raus aus dem Café, dann dasht ihr nach vorne. Wir benutzen natürlich, so gut es geht, halt keine Fähigkeiten, laufen dann hier rum. Und wenn ihr hier um die Ecke seid, hier vorne kann der Boy spawnen. Dann geht es weiter zum Kolosseum. Das ist der einfachste Weg. So, am Kolosseum angekommen. Der steht dann einfach hier hoch und dann guckt ihr hier vorne in die Ecken rein. Wenn er hier nicht steht, dann ist er nicht da. Das heißt, ihr könnt dann hier vorne wieder aus dem Fenster raus. Geht dann hier den Weg weiter. Hier müsst ihr natürlich schwimmen können oder ein kleines Boot haben. Je nachdem. Und müsst dann einmal hier durch. Und hier vorne rechts auf der Insel, die jetzt kommt, hier rechts. Dort steht der Händler immer. Hier rechts. Da. Hier nicht. Und hier vorne bei den Sachen auch nicht. So, und jetzt gehen wir direkt zur Green Zone rüber. Und dort geht's dann weiter. So, hier angekommen, müsst ihr dann halt gucken, wie ihr raufkommt. Ich gehe hier mit Portal hoch. Ihr müsst dann halt schauen, wie das bei euch aussieht, was ihr da an Früchten habt oder so, wie ihr da am besten hochkommt. Ich mache das jetzt hier vor mal mit, warte mal. Nee, scheiß drauf, meine ich. Wir gehen einfach mit Portal hoch. Ja, das ist natürlich geil hier. Das ist schön buggy hier, manchmal. Zack. Und jetzt sind wir auf dem ersten Blatt. Und jetzt müssen wir von hier einfach nur hoch zu dem nächsten Blatt. Und zwar das da oben. Ne, da müsst ihr dann halt gucken, wie ihr da hochkommt. So, wenn ihr hier oben seid, hier spawnt er genau rechts. Oder er spawnt genau hier unten links an dem Stein. Da. Und von hier aus geht es dann direkt weiter hinten zu Graveyard. Einmal quer durch die Insel. So, am Graveyard Island angekommen, müssen wir dann nur hier in der Mitte auf den Turm rauf. Da müsst ihr dann auch wieder gucken, was ihr da für Früchte habt oder ob ihr genug jumpen könnt. Ist ein bisschen buggy immer. Und hier oben, da oben drauf, hier spawnt er immer. Genau an der Stelle hier spawnt er. Und jetzt müssen wir über die komplette Insel, hinten wo Café ist, wieder zurück. Am besten portet man sich weg, also zum Café zurück. Ich zeige aber den Weg einmal von hier, damit man das nachvollziehen kann. Man sollte dann auch vom Graveyard schön oben in der Luft bleiben und dann einfach durchdashen, bis man rüber zum Café kommt. Von dort geht das dann schneller. So, und das hier ist dann die letzte Station, und zwar diese Insel hier vor uns. Und wenn wir da drauf sind, kann er in dem mittleren Haus spawnen.
der Händler. Und das sind alle Plätze, die es gibt. So, und jetzt müsst ihr halt, wie gesagt, um das Triple Katana zu bekommen, überall, also auf Server jumpen. Und ihr müsst immer eine besondere Nachricht bekommen. Und zwar die, die oben jetzt eingeblendet ist, über dem Chat links in der Ecke. Das bedeutet, dass der Händler in genau 15 Minuten spawnt. Das bedeutet, ihr redet mit dem Manager einfach immer und immer und immer wieder, bis er sagt, hey, ich habe ihn gesehen, er ist für 15 Minuten auf der Insel. So, und dann geht ihr los. Was er sagt, wann er hier ist, zeige ich euch auch nochmal. Das steht auch dort oben. So, habt ihr das aber gemacht, könnt ihr ein random Schwert von ihm bekommen. Das heißt, er kann auch, wenn ihr ihn findet, Wando verkaufen. Wenn ihr beim nächsten Mal da seid, kann er wieder Wando verkaufen. Wenn ihr da seid, kann er wieder Wando verkaufen. Das ist immer random, okay? Deswegen, damit ihr es wisst, random. Das ist, ihr könnt euch das nicht aussuchen. Jedes dieser Schwerter, also Vandam, Wando, Sadi und Shisui, sind 2 Millionen teuer. Wenn ihr diese obtained habt, müsst ihr jedes einzelne dieser Schwerter bis auf Level 300 leveln. Wir haben das 300, das 300 und das 300. Wenn ihr das gemacht habt und ihr habt alle drei Schwerter, dann müssen wir jetzt zu Green Zone. Wie man da hinkommt, den Weg zeige ich euch einmal. Und auch, wie man ohne Kraft dorthin kommt, wo man sich das True Triple Katana kaufen kann, okay? Ich zeige euch das ohne irgendwelche Fliege-Animation oder whatever. Ihr könnt mit, man kann normalerweise mit Portal da hoch, man kann mit Phoenix da hochfliegen, Leiter hochfliegen oder whatever, mit Buddha. Da oben drauf, da oben, auf die Wurzel, da müssen wir rauf. Und ich zeige euch, wie man dort raufkommt, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Buddha habt, kein Portal habt, ihr habt einfach keine Frucht, mit der ihr fliegen könnt, okay? Dann zeige ich euch das. Ihr müsst als erstes auf diesen Pilz hier drauf. Gleich von der Brücke, wenn man kommt, auf diesen Pilz, okay? Von hier aus jumpt ihr auf diese Pflanze hier, auf das Blatt. Von der hier jumpt ihr auf das Blatt. So, von diesem Blatt jumpt ihr auf das Blatt. Und von diesem Blatt auf das Blatt. So, wenn ihr hier oben seid, geht ihr hier ganz ran. Und jetzt müssen wir auf das Blatt kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal jumpen. So. Und ab hier wird es einfach, weil wir von hier aus jetzt in diese Pflanze reinbuggen können. Und dann müsst ihr schön rauszoomen und dann einfach immer euch ein bisschen drehen in dieser Pflanze und jumpen, 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 jumpen. Einfach nur hüpfen, 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 hüpfen. Immer ein bisschen drehen und einfach nur hüpfen. Ihr seht, man kann in dieser Pflanze drinne buggen. Und einfach hüpfen. Man kann unendlich jumpen. Normalerweise kann man nur 10 Mal jumpen. Hier kann man aber unendlich hüpfen. Dann müsst ihr hier an den Rand kommen. Hier. Zack. Und hier rauf. Und jetzt lauft ihr einfach nur hier so mittig hoch. Hier jumpt ihr wieder, dass ihr so ein bisschen mittig seid. Und lauft hier hoch. Dann steht hier oben ein Boy. Mystery Man. Mit dem quatscht ihr. Das ist der Mystery Man. Und der sagt, hey. Diesen Dialog kriegt ihr auch erst, wenn ihr alle drei Schwerter auf 300 habt. Hey! Hello, fellow Swordman. It appears you're the master of all legendary swords. Also, es sieht so aus, als wenn du der Meister aller legendären Schwerter bist. Möchtest du, do you wish to learn the true triple katana style for 2 million? Also, möchtest du den triple katana Stil lernen? Und dann sagst du, pay. Bam. True Triple Katana. Und dann habt ihr einfach das True Triple Katana hier drinne. Bang. Equip. Und dann ist aus Wadi Sushi, ich nenne das immer Sushi, und Sadi das True Triple Katana geworden, okay? Und das sieht dann so aus. Und das könnt ihr bis Level 600 machen. Ihr habt Sushi im Mund. Wando ist links, glaube ich, und das andere Sushi-Ding ist auf der rechten Seite. Ist ja auch egal. Also ihr habt auf jeden Fall so jetzt das True Triple Katana und wisst, wie es geht. Ich habe euch den Weg gezeigt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Schwertern und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, bis dann. Video ausmachen.